Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Lieber Sven, danke für die Blumen, das habe ich gerne gehört. Ich erkenne das auch an, dass die Koalitionsfraktionen jetzt zum 1. Mai hintendran so ein bisschen auch ihre Arbeitsmarktpolitiker reden lassen. Aber die Frage ist doch immer, was kommt dabei rum bei den Ankündigungen, die ihr da habt? Und ich fürchte, das wird so sein wie bei der Hauptstadtzulage, nicht so viel. Und entscheidend ist doch, was der Senat macht. Und da sehe ich auch relativ wenig, was gute Arbeit betrifft. Der Senat hat auch dieses Jahr wieder den Kampftag der Arbeiter, den Tag der Arbeit, den 1. Mai, reduziert auf eine Frage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und das ist ein Armutszeugnis, finde ich. Und ich will deshalb noch mal ein paar Sätze sagen dazu, worum es eigentlich geht beim 1. Mai. Dieses Jahr sind gestern in Berlin wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. So viel wie seit langen Jahren nicht mehr. Und die haben demonstriert für anständige Löhne, für faire Arbeitsbedingungen, aber auch für Frieden, für soziale Gerechtigkeit und auch gegen die Gefahr von rechts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, das war ein starkes Zeichen. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten von Inflation, von Krise, von Aufrüstung und von Kürzungspolitik selbstbewusste Beschäftigte und starke Gewerkschaften. So, was hat der Senat, sagt Dinius, zu der ganzen Sache beizutragen? Wie jedes Jahr wurde im Vorfeld nur über mögliche Krawallen gesprochen. Es wurde ein Säbelrasseln veranstaltet. Die Innensenatorin hat öffentlich über Wasserwerfer philosophiert. Die Polizeipressestelle hat irgendwo Pflastersteindepots aufgespürt, die dann möglicherweise hinterher nur Baustellen waren. Und ich frage mich, warum eigentlich das Ganze? Offenbar braucht die Koalition dieses Säbelrasseln, um vom eigenen Versagen abzulenken beim Thema gute Arbeit. Der Senat redet lieber über Law and Order und von Wasserwerfern als von guter Arbeit, weil er den Beschäftigten in der Stadt nichts anzubieten hat beim Thema gute Arbeit. Und das ist doch das Problem. Sie bieten Haushaltskürzungen, sie bieten Kürzungspolitik, sie bieten markige Worte, aber für die kleinen Leute, für die Mieterinnen und Mieter, für die Beschäftigten in der Stadt haben sie bisher keinen Finger gerührt. So ist die Wahrheit. Und insofern, denke ich, kann man die Frage der Kollegin Wojan auch beantworten. Da ist es doch nur konsequent, wenn zum Thema gute Arbeit für den Senat die Innensenatorin redet, weil sonst, glaube ich, gibt es nicht zu viel zu sagen von ihrer Seite zum Thema gute Arbeit. Wer wissen will, wie der Senat mit den Arbeitnehmern in der Stadt umgeht, muss sich nur die erbärmliche Posse um die Hauptstadtzulage ansehen. Noch immer fehlen den Beschäftigten bei den freien Trägern und auch bei vielen landeseigenen Betrieben jeden Monat 150 Euro im Portemonnaie. Das ist eine ganze Menge Holz für eine Kita-Erzieherin. Und Kollege Schneider, weil das gerade von Ihnen natürlich wieder kam, das Argument der SPD, naja, der alte Senat hat doch die Hauptstadtzulage auch nicht gezahlt an die freien Träger. Wer hat das denn damals blockiert? Die SPD war es, die es blockiert hat. Das lag doch schon im Koalitionsausschuss. Und ich glaube, wir hätten das auch durchgesetzt. Aber das Entscheidende ist doch, ihr könnt doch nicht jetzt die Beschäftigten bei den freien Trägern im Regen stehen lassen und das damit rechtfertigen, dass ihr das auch schon in der alten Koalition blockiert habt. Das ist zynisch und das gehört sich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und deshalb sagen wir mit unserem Antrag Hauptstadtzulage für alle. Und solange das nicht umgesetzt ist, lieber Sven, soll mir bitte kein Mitglied der Koalition und kein Vertreter dieses Senats irgendwas erzählen von guter Arbeit. Wir brauchen die Hauptstadtzulage für alle sofort, meine Damen und Herren. Und bei der Posse um die Hauptstadtzulage ist ja nicht nur schlimm, dass dieses Geld den Kolleginnen im Portemonnaie fehlt. Es ist besonders schlimm, dass der Senat das erst zugesagt hat und dann sein Wort gebrochen hat. Die AWO beispielsweise hat einen Tarifvertrag gerade abgeschlossen gehabt und musste ihn dann widerrufen. Und damit bringt der Senat das gesamte Tarifvertragssystem bei den freien Trägern durcheinander. Denn die freien Träger können doch nur Tarifverträge abschließen, wenn sie sich darauf verlassen können, dass der Senat die Zusagen einhält und das dann auch refinanziert. Und deshalb hat der Senat nicht nur sein Wort gebrochen, sondern aktiv Tarifverträge zerschossen. Und das ist in einer Zeit, wo wir die Tarifbindung gerade erhöhen müssen, wo die Geltung von Tarifverträgen gerade der Schlüssel für gute Arbeit ist, ein absolutes Armutszeugnis für diesen Senat. Reden wir über den Landesmindestlohn. Das ist ja so ziemlich das Einzige, was der Senat vorweisen kann beim Thema gute Arbeit, die Erhöhung des Landesmindestlohns auf 13,69 €. Übrigens hat der Senat da einfach nur eine Verordnung erlassen,
gut gerechnet, nebenbei gesagt, habt ihr gut gerechnet, aber ihr habt einfach nur eine Verordnung erlassen. Also genau das gemacht, was im Gesetz steht. Übrigens eine Norm in diesem Gesetz, die unter Rot-Rot-Grün 2020 eingeführt worden ist. Und wenn das schon ein Grund zum Jubeln ist, dass der Senat einfach nur das Gesetz anwendet, dann gute Nacht beim Thema gute Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben beantragt, den Mindestlohn sofort auf 14 Euro anzuheben, weil das eine EU-rechtliche Vorgabe ist. Das ist schon erklärt worden, muss ich nicht so viel dazu sagen. Jetzt hat der Kollege Professor Petzold nachgefragt, warum denn 15 Euro? Warum denn nicht mehr? Das will ich Ihnen erklären, Herr Petzold. Wir haben beantragt, den Mindestlohn auf 15 Euro, also den Landesmindestlohn, den Vergabemindestlohn auf 15 Euro hochzusetzen. Weil man nur, wenn man 15 Euro verdient, wenn man sein Leben lang arbeitet, eine Rente oberhalb der Grundsicherung hat, also eine Rente oberhalb der Armutsgrenze. Und das ist doch wohl das Mindeste. Und deswegen beantragen wir 15 Euro. Das ist keine politische Spielerei, das ist genau berechnet. Deswegen steht das so in unserem Antrag, 15 Euro Landes- und Vergabemindestlohn. Kommen wir, es geht noch weiter mit den schlechten Punkten und dem Versagen des Senats beim Thema gute Arbeit. Kommen wir zur Ausbildungsplatzumlage. Ganz besonders im Stich lässt dieser Senat nämlich die jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. 3.700 Bewerberinnen und Bewerber sind in diesem Ausbildungsjahr unversorgt und haben keinen Ausbildungsplatz. Und dabei gibt es ein effektives Instrument, wie man mehr betriebliche Ausbildungsplätze schafft. Und das ist die Ausbildungsplatzumlage. Und das kann auch keiner bestreiten. Im Bauhauptgewerbe ist die Umlage 1975 eingeführt worden. Innerhalb von 3 Jahren ist die Ausbildungsquote in diesem Bereich von 1,5 auf fast 5% hochgegangen, hat sich also verdreifacht. Also die Ausbildungsplatzumlage wirkt. Wir hatten auch schon ein gutes, umsetzbares Konzept für die Ausbildungsplatzumlage, ausgearbeitet damals von der Arbeitssenatorin Katja Kipping. Und was macht der neue Senat, die neue Koalition? Legt das alles ins Tiefkühlfach und setzt stattdessen auf freiwillige Maßnahmen und auf ein Bündnis für Ausbildung mit den Unternehmen. Was passiert in diesem Bündnis? Bisher, nach dem, was ich gehört habe, sind überhaupt keine neuen Ausbildungsplätze geschaffen worden, sondern es wurde sich über irgendwelche Zahlen gestritten. Inzwischen hat man sich verständigt, dass 2000 neue Ausbildungsverhältnisse zustande kommen sollen, aber erst bis Ende 2025. Und wissen, ob die wirklich zustande gekommen sind, tut man frühestens im März 2026. Da ist der Senat aber nur noch ein paar Monate im Amt. Und das nächste Ausbildungsjahr beginnt dann, wenn die Legislatur schon längst vorbei ist, der Senat also nicht mehr im Amt ist. Und deswegen ist völlig klar, es wird unter diesem Senat kein einziger zusätzlicher Ausbildungsplatz durch die Ausbildungsplatzumlage geschaffen. Und auch das ist ein weiteres Armutszeugnis für diesen Senat im Bereich gute Arbeit. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was sagen zur Wirtschaftsförderung. Das hat Sven Meyer alles richtig dargelegt. Wir haben es tatsächlich unter Rot-Grün-Rot geschafft, im Neustartprogramm, also für die Wirtschaftsbereiche, die besonders betroffen waren von der Corona-Pandemie, Handel, Hotellerie, Gaststätten, da haben wir es geschafft, zum ersten Mal in der Berliner Wirtschaftsförderung eine Tariftreueklausel festzuschreiben. Das war eine gute Sache. Jetzt geht es darum, völlig richtig, das auf andere Bereiche der Wirtschaftsförderung auszudehnen. Denn wenn man den Grundsatz öffentliches Geld nur für gute Arbeit ernst meint, dann kann Wirtschaftsförderung doch nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, ist eigentlich eine klare Sache. Sven Meyer hat auch einiges schon zu gesagt. Ankündigungen gibt es dazu viele. Ich glaube auch innerhalb der SPD viele, die da wohlmeinend sind und das wirklich ernst meinen und in eine solche Richtung gehen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit der CDU möglich ist. Ich mache mir da überhaupt keine Illusionen, dass von diesem Senat irgendetwas in Richtung gute Arbeit kommen wird. Insofern bin ich gespannt, was die Innensenatorin uns jetzt sagen wird zum Thema gute Arbeit. Wie gesagt, meine Illusionen sind da relativ begrenzt. Aber Frau Spranger, es gibt einen Bereich, glaube ich, wo Sie relativ, auch als Innensenatorin, relativ kurzfristig vielleicht die Arbeitsbedingungen verbessern könnten. Und das ist für die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei. Wir könnten doch gemeinsam hinterfragen, ob wirklich jedes Jahr am 1. Mai über 6.000 Kolleginnen und Kollegen in der prallen Sonne herangezogen werden müssen, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir nicht längst an einem Punkt sind, wo wir das schrittweise auch zurückfahren können, diese Polizeipräsenz. Denn
Gute Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei bedeutet auch, dass sie von eher unnötigen Aufgaben entlastet werden. Die haben einen harten Job hier in Berlin und auch so gut zu tun. Also weniger Polizei am 1. Mai wäre vielleicht Herr auch Kollege, schon mal ein Schritt in Richtung zum Schluss gute Arbeit. Glück auf.